Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 7 Fragmente der Vergangenheit hier bei Crash 4589. Die Automaten haben Whitefort überrannt und wir müssen jetzt diesen sturen alten Autonymus doch noch zur Vernunft bringen und dafür sorgen, dass er uns hilft gegen die Automaten. Und dieses Mal wird uns Hauptmann O'Toole dabei begleiten, weil er kennt ihn besser als jeder andere. Und könnte bestimmt irgendeinen Weg finden, die Differenzen zwischen ihnen beizulegen. Aber wir könnten auch mal schauen, ob er auch mit uns kämpft gegen die Monster. Wir können es mal probieren. Nein, leider nicht. Schade. Wäre schon cool, wenn er mitkämpfen würde. Mal schauen an, wie Ruff schon stark geworden ist. Trotz des geringen Levels. Kein Wunder, dass es viel EP frisst. Taucht wieder direkt vor meiner Nase der nächste auf. doch lieber den Krachzauber, weil... Nicht Fauch, Krach! So. Untotentöter. Hat jetzt auch Gizma drauf. Und Kraftfokus. Fokussiert den Geist, um doppelt so stark zuschlagen zu können. Es ist also jetzt nicht diese Fokusattacke, womit man... den Fokus um 5, 20, 50 und 100 erhöhen kann. Also die, ich weiß nicht mehr, wie man diese Fähigkeit nennt, aber jedenfalls diese typische Fähigkeit, womit man sich sehr viel stärker macht. Ich weiß nicht, wann die mal, zum Einsatz kommen wird. Wir werden sehen. So, Ruff hat jetzt auch als Zauber Kollisionskurs drauf. Ruff dein Wolf herbei, der sich wuchtig auf einen Gegner wirft. Ich glaube aber auch, dass es auf ihn zurückfällt, der Angriff. Und auch noch das Geheul. Ich glaube, das hat er schon vorher drauf. Probieren wir es doch mal mit Kollisionskurs. Was? Einfach abgewehrt? Und wir leiden selber Schaden? Ich glaube, gegen so manche Gegner wirkt diese Attacke nicht. Was weiß ich, was da los war. Sei es drum. Zurück zur Akademie. Und diesmal hoffentlich wird er uns helfen. Verschwinde. So, wie kommen wir da nochmal rein? Na, wo ist denn der Eingang? Hä? Ach, lass mich doch in Ruhe, Freundchen. Wo ist denn der Eingang hier? Ach, hier. Den kann man sehr leicht übersehen, weil er so schmal ist. Pa, und da hat ich geschworen, wieder zu kommen hier. Tja. Jetzt tust du es. So. Hallo. Nochmal. Autonymus, ich hoffe, ihr seid bei guter Gesundheit. Still, standen Gefreiter Chris, ich erledige das. Ich hoffe, ihr vergibt mir den Versuch zu überzeugen, euch ihr letztes Mal. Whitefort ist gefallen, es besteht kein Zweifel, dass die Automaten marschieren in diesem Moment Richtung auf das Schloss. Ich muss euch bitten, letztes Mal. Sieht irgendeine Möglichkeit zu helfen, uns sie zu besiegen. Ihr habt noch nie gewusst, wann ihr solltet aufgeben, Thaddeus. Ich habe schon euch gesagt, dass ich nicht werde euch helfen. Daran hat sich nichts geändert. Ganz und gar nichts. Es würde also nicht euch berühren. Im geringsten, wenn das Königliche, in dem ihr seid groß geworden, verschwindet völlig von der Bildfläche. Nein. Ja, so ist es. Ihr Menschen sind am Ende aller Gewalt den Tod, werter Freund. Ob heute oder morgen, es macht kaum einen Unterschied. Verflucht soll das einfache Sturheit, Autonymus. Ach. Es bringt nichts, gefreiter Chris. Alle Argumente stoßen auf taube Ohren bei diesem Mann. Wir sind zurück zum Schloss. Unverzüglich, die Automatenhorde können schon stehen vor dem Toren. Ist er wirklich sicher, dass er nichts zu mir...
Hi, ich habe noch nie jemanden erlebt, der so starkköpfig ist. Vergessen wir diesen Nörgler. Sieht aus, als müssen wir selbst gegen die mechanischen Monster unternehmen. Ja, aber wir können sie doch nicht alle bezwingen, oder? Was ist denn los? Oh. Was sind da für Automaten hier schon jetzt? Das ist ein rosafarbener. Aber der ist komplett kaputt. Möglich, dieser Tafsgerät ist einfach stehen geblieben. Es ist total zerstört. Was ist der Grund für diesen Radau? Ich dachte, ich hätte mich ausgeklippert. Faszinierend. Das ist also einer von diesen Automaten, von denen ich gesprochen die ganze Zeit. Die unglückliche Kreatur hat wohl genommen großen Schaden, aber noch ist nicht alles verloren. Mal sehen. Thaddeus, geht doch bitte mir zur Hand. Ja, wir müssen bringen das Arme mit den acht drin. Was genau beabsichtigt ihr zu tun, Autonomous? Ich glaube, ich verstehe. Nun gut. Vater Chris, ihr werdet zurückkehren ins Schloss. Unsere Truppen dort brauchen alle erdenkliche Hilfe. Ich werde dort stoßen zu euch. Was das wohl zu bedeuten hat? Na schön, begeben wir uns halt zurück zum Schloss und kämpfen gegen diese Automaten. Los, 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 los! Was ist das bloß für ein seltsamer Automat? Der ist pink, im Ver... Weil die anderen sind, die normalen sind blau. Was das wohl zu bedeuten hat. So, 5 Schlammhände. Eine schöne Gruppe. So, der Bumerang geht hier schön ab. Also trotz des geringen Levels sind wir halt immer noch ziemlich stark. Die Monster sind halt nicht so wirklich eine große Herausforderung für uns. Bis auf die Automaten. Die sind vielleicht schon ein kleines Stückchen härter. Ich sehe gerade, dass ich keinen Heilkraut mehr habe. Vielleicht sollte ich lieber mal einen Heilzauber verwenden. Damit ich zumindest das Ruf ein bisschen heilen kann. Heilung. So. Weil er hat einfach für seinen eigenen Angriff Schaden genommen. Schätze mal, ist diese Fähigkeit nichts für uns. Zerstören, zerstören. Ja! Verflucht sollt ihr sein, verdammte sinnlose Schraubenschocken. Ihr werdet nie erobern das Schloss. Chris, wird gebraucht am Haupttor. Das wäre verteidigt, um jeden Preis. Ah! Bin schon unterwegs. Oh. Dieser Automat hat eindeutig schon bessere Zeiten gesehen. Der wurde völlig zerdeppert. Arme fortsetzen. Ach, verflucht, ich glaube, ich könnte steckt eine leichte Schwierigkeit. Nein, nicht aufgeben. Das ist doch nicht mein Ende. Ach. Sie hätten sich bislang ganz gut gegen die Feinde. Arme fortsetzen. Gib dich, du Blechbastard! Du kannst nicht kämpfen. Wir sind alle wie ich allerdings auch nicht. Ach. Freund, Rüstert beginnt der Angriff. Oh oh. Okay. Den können wir fertig machen. Ein einziger ist kein Problem für uns. Ja, und tschüss. So, haben wir schon mal wenigstens einen kaputt gemacht. Am Haupttor, ha? Fall registriert, beginne Angriff. Ich schätze, wir müssen alle hier bezwingen. Alle, die was nicht schon gegen jemanden kämpfen. Hoho, Critical Hit und da wird er zerlegt. Haha, nice. Oh, war ja. Keine Reaktion scheint ohnmächtig hier zu sein. Entweder, ich dachte zuerst, er wäre tot. Schau einer an. Der steht nur da. Sogar die Mönche kämpfen schon mit bloßen Fäusten gegen diese Kreaturen. Ha! Ich sie stelle raus, ich muss doch kämpfen am Ende. Nun immerhin, ich habe jetzt den Dreh. Nimm das, du Metallschwein! Huiuiui. Okay, wir haben erstmal so ein paar dezimiert. Ich habe erteilt, es gibt ein Ochsen, hervorragende Arbeit ist das nicht. Allerdings hat es mich auch erwischt, die Bastarde haben mich mächtig ramponiert. Ach, immerhin bist du noch am Leben. Halte durch.
Okay. Wir haben erstmals alle Wildgewordenen bezwungen. Also alle, die was jetzt nicht gekämpft haben. Die Automaten glauben mal, dass wir würden es schaffen, das Schloss nur über mal ehrlich. Ihr seid zurück, um zu reichen, eine helfende Hand. Famos, nun, dann krempelt hoch die Ärmel und helft uns zum beschützenden Schloss. Wir versuchen zu halten das Haupttor. Wenn einer von uns diesen verschmierten Stuft bricht durch, wir vertrauen darauf, dass ihr haltet die Stellung. Wir haben getan, was wir konnten. Wir haben ja schon alle hier besiegt, ne? Oder gibt's noch einen weiteren? Gibt's noch einen, der wild herumläuft? Zurück zum Schloss, bitte. Ey! Sorry. So. Oh nein, da kämpfen sie alle. Was ist los? Aber sie sind hier. Ist hier drin vielleicht einer? So ein Blödsinn. Ich werfe nicht weg mein Leben. Ich verzeihe für Kodirai und meinen Waffenbrüdern. Komm schon, Mann, du bist. Fass zu gehen da raus. Was soll es bringen, zu werfen weg dein Leben? Alter, ruh dich lieber aus, Mann. Du bist verletzt. Es bringt nichts. Wir können kämpfen. Okay, es läuft kein normaler Automat mehr herum. Vielleicht in den Gebäude drin. Wir sollten also jetzt das Schloss hier säubern von Automaten. Los, ein Schweinehunde haben beschlossen zu greifen an Abwesenheit des Hauptmann. Das ist nicht feine Art. Nun, zum Schluss nach ihrer Anzahl. Ich würde schätze es kaum mehr als eine Vorhut. Selbst wenn wir während ihren Angriff, es könnte nur ein spitzes Eisberg. Es könnte nicht. Aber das hat der Hauptmann O'Toole's nicht bei euch. Heißt das, ihr hattet da fällt mit Autonymus? Wissen wir nicht. Ihr wartet doch nicht, dass. Falle rein. Der Hauptmann würde niemals lassen. Schließt ein Männergröße nur schon gar nicht ohne Grund. Ich bin sicher, Schmidt Honig und Bart von Autonymus bis. Satz, bitte seine Hilfe. Nun, als Hydroniker ist ein Offizier. Befehle euch zu allen zur Verteidigung des Schlosses. Kein einziger Automat darf gelangen durch diese Tore. Ich gebe mein Bestes. Was soll ich nur tun? Ich kann unmöglich mich weiter verstecken hier drin. Zeit ist gekommen. Ich muss keine Waffen und kämpfen. Aber dann würde ich ja verlassen meinen Posten. Soll ich widersetzen ein Befehl oder überlassen meinen Kameraden das Schicksal? Ach, was ein höllisches Dilemma. Geh lieber nach draußen und kämpfe! Ach. Wir haben ja alle besiegt. Ich schätze, wir müssen jetzt zum König rein. Verteidigt die Tore! Wir sehen nach, ob es dem König gut geht. Schütze Treppe, ihr werdet gebraucht am Haupttor. Schnell! Schnell! Die Schlacht hat begonnen. Oh, allmächtig, ich bitte euch auf den Schlacht. Tapferen Truppen zu wachen. Der hat uns geheilt! Ey, nice! Ja, aber wir haben doch schon. Was sollen wir denn machen? Wir sind am Haupttor. Oh! Wir müssen nochmal raus. Ah! Oh! Wandrestritt, beginne Angriff. So, diesmal sind es zwei. Na kommt her, ihr blöden Blechkasten. Na schön. Komm schon, Maribel. Krach, Zauber. Und du gehst mal. Flammenhieb. Also als Untote will man sie nicht bezeichnen, deswegen bringt das nichts. Fass. So. Bam. Ja, der lebt leider noch. Der kann jetzt angreifen. Und uns allen Schaden zufügen. Na, warte. Nimm das. Und das. Critical Hit, das hätte ich schon vorher machen können. Ich weiß nicht, ob man bei Fähigkeiten auch einen kritischen Treffer hinzufügen kann. Okay. Ey, wo habe ich das Schwert her? Ach, noch mehr von denen. Heilige Scheiße. Doch, Mervin, das hat uns gerade noch gefehlt. Na, mein Gott, das ist ja nicht, sonst nichts. Hör! Und weiter geht's! Was jetzt? Sind gleich drei von denen. Hä? Was machen sie? Ah, was ist passiert? Sind zwar alle Gleitze kaputt gegangen, oder wie? Was ist das? Zerstören, zerstören. Einfach das Nagel fortsetzen. Uiuiui. Ui, ui. Was ist denn mit denen los? Sag mir nicht das. Was zum Henker ist denn los? Die Automaten haben begonnen, sich zu kämpfen gegeneinander. Der Mittel. Der rosene Automat? Und Autonymus. Audit. Die Fahrangriff läuft gegenwärtige Lautstärke bei 80%.
Was zum Teufel? Hat er doch beschlossen, uns zu helfen. Ich habe gründlich durchstöbert die neutralen Matrix von den alten Mädchen. Dabei ist es mir gelungen, zu entfernen alte Spuren von Kriegslust durch kluges Umverdrahten. Die gute Dame wird so schnell nicht mehr bedrohen, die Menschheit, nicht wahr, Liebes? Naja, na. Beim Tüfteln, ich habe außerdem entdeckt, dass jemand hat kontrolliert die Automaten durch Schallwellen. Ein paar einfache Handgriffe später, ich hatte sie so weit zu stoßen, also ein Signal, das blockiert diese Wellen. In anderen Worten, wir haben nun ein Werkzeug, um zu garantieren, die Feuerschaft der Menschen für die Automaten. Ich denke, wir sollten angreifen. Bastion der Automaten, solange das Eisen ist heiß, Soldat, darf ich bitten um Anwesenheit bei einer Taktikbesprechung von Angriff? Yep. Von wo aus treffen wir uns in der... Aber was sage ich da, wir müssen pfeifen aus dem letzten Loch nach allem, was wir durchgemacht. Nun gut, wir werden versammeln uns morgen in aller Früh, um zu diskutieren die Einzelheiten des bevorstehenden Angriffs. Chris, ihr und eure Freunde habt gemacht, diesen Königreich alle ihr. Und auch ihr, Auten. Nimmus. Geht nun und schöpft etwas Kraft. Wenn ihr darauf besteht, aber es wird gewiss nicht gelingen zu schlafen vor lauter Aufregung über all die neuen Roboterkumpel, die ich kennenlernen werde in der Bastion. In aller Früh, Soldat, nicht vergessen. Tja, das kam ein bisschen plötzlich. Ich bin schon ein bisschen konfus. Warum überhaupt hat er, der war vorher noch so stur und hat gesagt, nee, alle Menschen sind mir egal. Früher jeder stirbt irgendwann mal. Und jetzt auf einmal hilft er uns ohne Wenn und Aber. Was geht nur mit dem vor sich? Nur wegen dieses Roboters? Was ist nur mit dem los? Egal, nehme ich das einfach mal so hin. Auch wenn es ein bisschen... die Situation romantisiert, meiner Meinung nach. Die verletzten Soldaten werden ins Schloss getragen, wo man ihre Wunden behandelt. Sie alle werden den nächsten Morgen erleben. Nach all den Strapazen, die Chris und der Rest der Gruppe durchgemacht haben, legen sie sich in ein Zimmer und schlafen schnell ein. Und dann bricht der Morgen an. Du. Guten Morgen, es tut mir so leid, dass wir hatten richtigen Betten für euch. Wir haben sie gebraucht für alle verletzten Soldaten, wisst ihr? Ich hoffe, es ist nicht gewesen so unbequem. Es ging, es passt schon. Und er wird in der Zwischenzeit weiter behandelt, das ist gut. So, willkommen zurück, wisst ihr? Und eine größere Zahl zuvor. So ist es geschehen, weit wird es. Im Sinn, alles verbrannt. Keine Reaktion, es scheint tief zu schlafen. Oh, dieser Blechkanal hat mir gerade. Bitte jetzt über. Ich bald werde gesund. Ich muss also wirklich in die nächste Runde. Keine Sorge, du wirst schon noch zum Zuge kommen. Zwischenzeit ist es wichtiger, dass du lebst. Oh, wir sind alle topfit. Sehr schön. Ja, das macht der Schlaf aus. So, dann begeben wir uns jetzt schnell zur... Oh, hallo. Guten Morgen, Nachmittag oder Abend, Sir oder Madame. Okay. Er muss noch ein Zeitgefühl finden und auch noch das Geschlecht unterscheiden können. Das Ding wird nicht mir fallen rücken und wir braten uns über, oder? Ich werde nicht los, das Gefühl, dass es wird brüllen Zille fassen und damit anfangen zu schlagen, einen auf mich. Keine Sorge, das Ding ist harmlos, es trägt noch nicht mal Waffen bei sich, klar. Es kann schlagen, aber dieses Ding ist zum Glück auf unserer Seite. Macht also keinen Kopf. Wo ist der Hauptmann? Ha, Chris, eure herausragende Leistung im Kampf gegen Unterdrücker sind nicht geblieben, unbemerkt, seid versichert. Trotz der Ausgang der Schlacht ist gewesen, so knapp für meinen Geschmack der Automaten war, eingelangt zum Harrisbreit ins Schloss. Das Glück dies dürfte sein. Letzte Tag die Besprechung auf absehbare Zukunft. Oh, ich wollte damit hier nicht sagen, dass... Und wo ist jetzt der Hauptmann? Wir müssen uns ja zu einer Taktikbesprechung. Ist gut. Also gut, ich bin alles gut. Also bald gehen wir jetzt auf das Messer und hören uns an, was der Hauptmann zu sagen hat, ja? Ist er etwa da drin? Ach, tatsächlich. Und da ist noch ein kaputter Automat. Man dreht sich nicht. Die verschiedenen Drähte sind in ihm angeschlossen. Pah, diese ist irreparabel beschädigt. Alle von ihnen sind das. Gott, dieser Dummkopf, nur glauben. Sie tun einen Gefallen uns mit diesem Unsinn. Gemacht, mir Mühe zu schleppen, hier mein verflixtes Werkzeug weg, zu retten, ein paar Freunde für das neues Mädchen. Aber sie sind ruiniert, alle ruiniert. Dennoch ist es gewesen, ein Vergnügen. Es verjagen die verletzten Soldaten. Was für ein lustiger Anblick. sagt ihr da, ihr gerade hier seid, ihr wisst nichts völlig wie schon das Automaten, oder? Nö. Das dachte ich mir. Ich glaube, dass
nicht wurden erschaffen von Menschenhand. Zu kompliziert, ihr versteht, ich denke, sie sind die Schöpfung von einem extrem mächtigen Wesen, einem nicht solch freundlichen Wesen. Schließlich wurde in ihren neuralen Matrizen geladen, ein einziger Befehl auslöschen, die Menschheit. Nicht das. Es würde stören, versteht sich. Das sollte dich aber stören! Was zum Teufel ist mit dem Kerl los? Der ist besessen von Robotern, aber die Menschheit ist ihm egal. Der ist immer noch ein Spinner und ein Arschloch. Mir tun nur leid, die armen Automaten. Die Leute werden einfach sie nehmen auseinander und skrupeln uns Menschen. Sind wusst was, wie gut wir es haben. Was für ein Depp. Gestatten wir zu danken euch, mein Arm und den Namen aller Bürger des Königreichs für eure unermüdliche Hilfe bei der Verteidigung des Schlosses. Ich kann verkünden mit Freude, dass wir nicht mehr in der defensiven Zeit tragen. Daran Kampf in unserem Feind. Ich nehme an, ihr habt gesehen, die Macht der Waffe, ja. Das hat erschaffen für uns. Ja? Ja? Dank dieser neuen Waffe in unserem Arsenal, wir werden mit das Glück können marschieren, ohne Widerstand in die Bastion des Feindes. Wir sind doch klären ein paar strategische Details und wir sind bereit zu beginnen uns. Entscheidungsangriff. Wer sagt nichts, Blätter tun, er möge versammeln die Mädchen. Okay. Dann mache ich das mal. Aber trotzdem, der Typ. Dumm wir schon. Wir sind gut Größe für den Kriegsrat des Hauptmanns. Soweit ich weiß, er ist drüben. Andere Mist ist er doch so gut, ihn zu holen, ja? Da müssen wir so nochmal zurück. Alter, was ist denn da los? Hin und her rennen? Her und hin? Das will mir nicht in den Sinn. Ey! Oh Mann. Ich bitte Verzeihung, die Männer sind schon bereit. Nun gut, ich werde einen Weg. Geht einfach durch uns durch, als wären wir ein Geist oder sowas. Lulz. Er ist selber ein Mensch und ihm ist die Menschheit egal. Ja. Was für ein Depp. Mal im Ernst. Na gut. Dann begeben wir uns jetzt zur... Achso, wir müssen vorher... zur Besprechung. Ja, als Strafe dafür, dass ich wieder den falschen Weg gegangen bin, bekomme ich es erstmal wieder mit ein paar Monster zu tun. Mit einer Haubergine. So. Und bekomme natürlich dementsprechend etwas Schaden. Oh nein, doch nicht. Glück gehabt. Na denn... Mach den down. Gut, dann bekommen wir halt etwas Geld. Noch zusätzlich und Erfahrung. Warum auch nicht? Haben wir eh nötig, um vielleicht bei der nächsten Stadt noch etwas kaufen zu können. Ansonsten müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Geld zusammensparen. Okay, sind wir alle bereit? Dann können wir loslegen. Alle wissen und bereit, dann lass uns beginnen. Wie ihr wisst, die Automaten haben gestern durchgeführt einen Probeangriff auf das Schloss. Glücklicherweise, wir konnten schlagen die Eindringlinge zurück, aber dank der profunden Kenntnisse von Autonymous und einer gesunden Portion von guten alten Faraday-Mum. Wenn wir aber nicht nachsetzen, sie werden neu sich gruppieren und einen weiteren Angriff, so viel steht fest. Dann ich schlage vor, zu nehmen das Heft in der Hand und anzugreifen den Sitz ihrer Macht. Männer, wir marschieren zur Bastion der Automaten. Mit der Hilfe von Autonymous und seiner neuen Waffe ist es uns gelingen zu setzen, den Feind völlig außer Gefecht. In diesem Fall, wir können einfach spazieren durch die Vordertür, um zu erobern ihre Bastion. Immerhin, wir werden finden und eliminieren die finstere Kraft, die erteilt ihnen der Befehle. Danach, unser Königreich wird sein sicher erneut. Bravo, genau so und nicht anders. Chris, ihr und eure Gefährten, wir stehen mir zur Seite beim Angriff auf die Bastion des Feindes. Unsere Truppe muss sein mögliches Schlag und mobil. Aber Hauptmann, wollt ihr etwas sagen? Wir können nicht alle gehen? Eure Aufgabe ist ebenso wichtig. Ihr müsst bleiben und hier und beschützen das Schloss. Durch seine zahlenmäßige Überlegenheit der Feind starten
jederzeit eine Gegenoffensive. Ihr werdet doch sicher bilden mit mir die Einsatztruppe, Chris. Klar! Nun, sehr gut. Nun, ihr werdet bilden die Vorhut. Ihr werdet gehen, direkt zur Basis des Feindes. Ihr werdet unverzüglich von Whiteford ausmarschieren nach Osten. Ihr werdet bilden die Nachhut, begleitet von unserer Geheimwaffe. Alles klar, Famos, dann erkläre ich hiermit, wir beenden die Besprechung. Männer, eure Rolle als Verteidiger des Schlosses wird sein. Entscheidend für unsere Mission. Enttäuscht mich nicht. Yes, Sir! Und nun entschuldigt mich, ich muss wechseln, ein oder zwei Wörter mit Autonymus. Die Zeit drehen, stellt eure Ausrüstung zusammen und meldet euch bei mir, wenn ihr seid marschbereit. Ja. Das werden wir. Ich werde mich also jetzt wieder zurück zum Dorf aufmachen, mal sehen, ob... oder zu dem, was noch übrig ist, und speichern. Und den nächsten Part werden wir uns dann aufbegeben zur Basis des Feindes. Und wie immer, wenn es dir gefallen wusste, bitte ich diese bestätigen müssen als Daumen nach oben. Dann sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush for the Figatina. Bis zum nächsten Part von Let's Play Dragon Quest 7 Fragmente der Vergangenheit. Also auf Wiedersehen. Tschüss, Leute.